Ja, bis die Wege gebaut wurden. Hm? Ja, du baust Straßen, oder? Können wir ja gerade hier in der Leuteliste gucken. Mhm. Sie sind beide am Straßenbauen. Sehr gut. Das lassen wir sie jetzt mal machen in Ruhe, während unsere beiden Kinder erwachsen werden. Und ja, sie brauchen nicht einen Stein für einen so einen Fleck, sondern für den ganzen Bereich zum Glück. Wie man hier hinterm Schiff schön sehen kann. Und ja, sobald die beiden erwachsen sind, holen wir uns gleich zwei neue Kinder, die dann Müller und Bäcker werden. Die werden fürs erste Bauarbeiter, damit das Bauen schneller geht. Und dann bilden wir sie zu Müller und Bäcker weiter aus. Okay, Snorri ist erwachsen. Das heißt, Snorri wird jetzt Farmer. Es gibt übrigens wirklich Leute, die benennen ihre Wikinger nach ihren Berufen. Also da heißt dann einfach ein Wikinger Farmer und der nächste Wikinger heißt auch Farmer. Das mache ich allerdings nicht, weil ich brauche diese... Ha, genau, die Teilüberrissicht nicht. Ich weiß einigermaßen gut, wer was ist. Ja. Ja, Figur umbenennen. Allerdings möchte ich mir den Arbeitsbereich von dir ansehen. Ja. Der ist hier schön um die Farm herum. Also eigentlich nicht zu klein. Und eigentlich sollte Snorri schnell ein Farmermeister werden, dass wir unseren zweiten gleich auch noch ausbilden können, also Kalf. Und ja, theoretisch müsste ich dann noch hier vor die Mühle am besten einen Wegweiser setzen. Wenn die Mühle dann steht. Oh, unser Holzfäller hat voll. Wobei ich echt am Überlegen bin, ob ich nicht den Holzfäller weiter Holz fällen lasse. Und mir hier oben einfach dann ein Zelt hinbaue mit jemandem, den ich verheirate. Damit der dann Werkzeugschreiner und Speermacher wird. Das steht aber noch ein bisschen in den Sternen. Wichtiger ist erstmal, dass meine Nahrungsversorgung läuft. Dafür wird ja schon mal fleißig Weizen angebaut. Und du wirst dann hoffentlich Farmermeister. Ja. Wie sieht es eigentlich mit unseren Bauarbeitern aus? Die sind beide schon mal... recht hoch. So, Kalf ist erwachsen, das heißt, ich stecke Kalf. Na gut, Kalf kann erst einmal... Wo ist Kalf jetzt? Zivilist, Kalf. Wird erstmal auch ein Bauarbeiter, bis wir die Mühle dann gebaut haben. Also die Mühle setzen wir hier hin.
Da setzen wir hier noch ein Zweifamilienhaus hin. Und hier kommt dann die Bäckerei hin. Ja. Dann wird das alles per Straße noch verbunden. Jedenfalls alles bis auf den Bauernhof. Weil sonst nehmen wir dem Bauernhof Acker und noch mehr Ackerfläche weg, unnötig. So, Kalf, du wirst erstmal Bauarbeiter, bevor du Farmer wirst. Und ja, ihr produziert nochmal Kinder. Die müssen nämlich auch noch erwachsen werden. Nebenbei Thema Wohnzelte. Ja, hier wäre Platz für ein kleines Wohnzelt. Nein, du heiratest Struller nicht. Du kannst übrigens dann schon mal da einziehen. So, du hast Bauarbeiter gelernt, das ist gut. Was heißt du? Hier ist beim Bauen. Ja, unsere Straßen nehmen auch langsam Form an. Und ja, wir müssen eh warten bis... Wobei, wir haben noch genug Weizen für die drei Gebäude. Und für den Bäcker wahrscheinlich hätten wir auch noch genug Weizen. Ja, unsere Straße da drüben nimmt auch langsam Form an. Wir können übrigens den Bauarbeitern auch direkt Arbeitsplätze zuweisen. Damit die langsam aber sicher gebaut werden. Naja, noch gibt es Fisch im Wasser und ein bisschen Tiere im Wald gibt es noch. Also da sind Bären. Das dauert eine Weile, bis die erlegt sind. Ja, wenn wir schon mal dabei sind, können wir nicht eine Schusterei, auch kein Steinmetzzelt, eine Töpferei hier in Auftrag geben. Wenn nämlich meine nächsten beiden Kinder erwachsen sind. Also im Augenblick haben wir ja nur eins, nämlich Steintor. Oh, Stroller kann trainiert werden. Hier fehlt das Kind ja noch. Okay, die Mühle wird langsam gebaut. Das ist sehr gut. Also ja, Steinturm muss erst erwachsen werden. Dann wird er auch erstmal zum Bauarbeiter. Es kostet ja in diesem Spiel zum Glück nichts, Leute zu trainieren. Und hey, Weizen wird geerntet, sehr gut. Ja, Weizen hätte geerntet werden sollen. Das war jetzt noch wenigstens gezählt. Hm.
Aber ja, so wie man sieht, die Straßen nehmen Form an. Die Leute bewegen sich auf den Straßen. Sägert kann trainiert werden. Und ja, irgendwann werde ich wahrscheinlich die Meldung kriegen, dass mein Fischer keinen Fisch mehr findet. Wobei, der Mission wäre es fragwürdig, bei dem ganzen Fisch, der da noch schwimmt. So, das zweite Baby ist unterwegs. Nämlich Thorgrim. Yay. Ja gut, Stein verbrauchen wir jetzt gut, dadurch, dass ich Straßen baue. Und Gebäude. Von daher ist es gut, den Steinmetz zu haben. Gerade. Aber irgendwann werden wir keine Straßen oder so mehr bauen. Und dann brauchen wir auch den Steinmetz nicht gerade. Oh, da oben liegt ein Bärenkadaver. Hm. Aber ja, immer schön merken. Kalf wird unser zweiter Farmer. Deswegen können wir Kalf ja auch schon mal ins Haus einziehen lassen. Der Wald weicht schön langsam um unsere Siedlung herum. Ansgar bringt mehr Baumaterialien. Oh, Kalf baut gerade sein eigenes Haus. Ja, Kalf baut gerade sein Haus. Und ich würde sagen, wenn Kalf sein Haus fertig hat, hat er es auch verdient, dass wir ihn zum Farmer machen. Wie sieht es mit Frauen aus? Zwei sind noch unverheiratet. Genau die zwei, die wir noch brauchen. Du könntest mal hier einen Ehepartner suchen. Gut, dann zwingen wir ihm einfach mal einen Ehepartner auf. Viele Leute können eigentlich in der Mühle arbeiten. Ein Müller. Aber auf einer Farm können maximal drei Bauern arbeiten, genau. Ich würde sagen, wenn Steintor erstmal erwachsen ist, wird er erstmal zum Kundschafter und stellt da noch einen Wegweiser auf. Hier, direkt vor die Mühle. Sicher ist sicher. Komm, Grimhild, geh noch mehr ans Weizen ran. Jetzt wird gerade schön viel Weizen reif, was gut ist. Ansgar baut die Mühle, Kalf baut das Ding. Die Straßen werden auch immer fertig. Oh. Kabelbad ist erfahren und kann trainiert werden.
Dieses Haus steht schon lange leer, Lehmarbeiter. Ja, weiß ich. Ja, Snorri ist so dein Ehepartner und da findest du auch dieses Mal endlich einen. Ja, Knut, streue ich mir deinen Namen darum. Kalf hat Hunger und benötigt Nahrung, die findet er da zum Glück. Ja, und nein, wir verheiraten den Bäcker nachher. Das wird dann hier Thorgrim, unser Bäcker. Und Steintor wird unser Müller. Werden wir mal gucken, was unsere Bauarbeiter so treiben. Sven baut weiter fleißig Straßen. Während Ansgar und Kalf Gebäude bauen. Und Hafgrim kann trainiert werden. Gut. Steintor ist erwachsen, das heißt, Steintor wird erst einmal, wie besprochen, Kundschafter. Darf dann gleich da einziehen und baut mir hier vor die Mühle einen Wegweiser. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Gut. So, Ansgar, du hilfst Kalf bei seinem Wohnhaus. Du wirst erstmal Zivilist. Jetzt, wo wir keinen Kundschafter mehr brauchen. Gehst brav in die Schule, um Farmermeister zu werden. Ja, das klappt doch alles ganz schön jetzt gerade. Und ja, ich gebe zu, das nächste Mal kann ich mir den Fischer vielleicht sparen. Also in der nächsten Mission und gleich auf den Bauernhof gehen. Steintor wartet in der Schule. Ja. Farmer. Dann wirst du Müller. Und ich denke, dann brauchen wir nur noch ein Kind für den Schreiner.
Also erst Werkzeugmacher und dann Speermacher. Die anderen beiden Bauarbeiter werden dann, wenn alles gebaut ist, zu Trägern. So, du bist Farmer, wirst aber gleich zum Müller befördert. Und ja, da es keine Obstbäume gibt hier in der Gegend, brauchen wir auch keinen Obstsammler. Wir brauchen auch die Karte nicht mehr weiter aufdecken, weil das Wichtigste haben wir ja bereits. So, du wirst erstmal zum Bauarbeitermeister, dann kannst du schneller bauen. Und später wirst du zum Bäcker. Hier könnte ein Träger arbeiten. Allerdings will ich hier in der Mission mit Trägern etwas sparsam umgehen. Wie gesagt, wenn die Nahrungsproduktion dann so weit angelaufen ist, wie wir sie brauchen und wollen, dann können wir schon mal anfangen, vielleicht die Nahrung zu tauschen. Also ich werde dann sogar wahrscheinlich so weit gehen und die Straße bis da oben hin machen. Also ich kann sie schon mal von hier nach hier gehen lassen. So, das Zweifamilienhaus ist fertig.